Die BattleBit Remaster Entwickler veröffentlichen weitere super interessante Infos zum nächsten Update. Unter anderem sollen bald die Community Server erscheinen und weil das noch nicht genug ist, gibt es jetzt noch Infos zu neuen Karten und einem neuen Spielmodus. Genau darum geht's heute hier in diesem Video. Unbedingt abonnieren, den Daumen nach oben da lassen, wenn das Ganze dir gefallen hat. Wir verlieren keine Zeit, starten direkt durch und das mit dem neuen Modus. Vielen von euch wird er bekannt vorkommen, der Modus heißt Elimination 32 gegen 32, bei dem es darum geht, Ziele zu erobern, aber man einfach grundsätzlich weniger Schutz hat. Im normalen Modus Eroberung hast du beispielsweise die Safe Zones genauso in Domination. Du kannst dich immer zurückziehen, ganz in Ruhe spawnen und im Anschluss dann in die Action laufen. Bei Elimination ist es nicht so, es gibt keine Safe Zones. Man kann selbstverständlich bei seinen Squad-Mitgliedern spawnen oder auch bei den einzelnen Flaggen. Es gibt keine Base, in der man super geschützt ist, muss aber dafür ähnlich wie in Domination die Flaggen einnehmen. Kurz gesagt ist es einfach eine Mischung aus Domination und Team Deathmatch. Bei diesem Modus handelt es sich noch um eine Art Experiment, deswegen wird es Elimination nicht auf den offiziellen Servern geben, sondern nur auf den Community-Servern. Zumindest liest es sich so, dass das Ganze wirklich erstmal zum Testen genutzt wird und eventuell dann auch auf den offiziellen Servern erscheinen wird. Bei Elimination wird es dann auf jeder Karte 6 Ziele geben, die man einnehmen kann, mit ungefähr einem Abstand von 100 bis 200 Meter zwischen den einzelnen Zielen. Und wenn man die Runde startet, hat jedes Team bereits 2 Ziele eingenommen. Im Anschluss wird dann intensiv um die verschiedenen Flaggen gekämpft. Wenn eine Partei dann alle Flaggen eingenommen hat, hat sie gewonnen, was eigentlich dazu führen kann, dass Runden relativ schnell vorbei sind bzw. sehr in die Länge gezogen werden. Je nachdem, wie intensiv dann die unterschiedlichen Kämpfe sein werden. Mit dem nächsten Update, was auf jeden Fall die Community-Server beinhalten wird, außerdem den neuen Modus Elimination, wird es noch einen weiteren Leckerbissen geben, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können. Auf dem Discord-Server wird das Ganze so beschrieben, diese Änderung wird die Popularität von Community-Servern sowohl mit dem offiziellen Fortschritt, aber auch ohne, steigern und bei beiden Spielergruppen dafür sorgen, dass es etwas Neues zu erleben gibt. Was genau meine ich jetzt damit? Eben im Intro habe ich es schon mal ganz kurz angesprochen, es werden neue Karten veröffentlicht. Und diese neuen Karten sind nicht wirklich vollständig neu, sondern tatsächlich ältere Karten, die mittlerweile überarbeitet wurden. Die meisten Spieler haben die älteren Karten gar nicht zu Gesicht bekommen und spielen aktuell nur auf den offiziellen Servern bzw. kennen sie in der neuesten Version, aber von den meisten Karten, die wir aktuell auf den offiziellen Servern spielen können, gibt es ebenso noch ältere Versionen, die uns jetzt ebenso zur Verfügung gestellt werden. Die Spielerfahrung wird hier natürlich vollständig anders sein, denn die älteren Karten wurden zu einem Zeitpunkt entwickelt, wo es beispielsweise noch keine Hubschrauber oder weitere Gadgets und Features gab, die jetzt mittlerweile im Spiel eingeflossen sind. Vermutlich werden sich da einige Karten besser und andere schlechter spielen lassen. Auch diese Karten werden Teil der Community-Server sein. Der Admin kann dann entsprechend die Rotation verschiedener Karten auswählen und wenn er möchte, kann auch eventuell eine der älteren Versionen in die Rotation eingefügt werden. Da die Karten nicht vollständig ausgereift sind, ist es dann natürlich wahrscheinlicher, dass es zu dem ein oder anderen Problem kommt, als jetzt bei denen, die wir bereits kennen. Welche Karten werden denn neu bzw. in ihrer alten Version zur Verfügung gestellt? Als allererstes erhalten wir Old District. Wart ihr also großer Fan der alten District-Karte und mögt die neue Variante jetzt nicht allzu gerne, habt ihr bald wieder mit dem Release der Community-Server die Chance, auch die ältere Variante wieder spielen zu können. Als nächstes geht's dann weiter mit Old Multus Land. Die Karte, die erst vor kurzem hinzugefügt wurde und auf Eroberung so riesengroß ist, davon gibt es noch eine ältere Variante. Die, die schon etwas länger BattleBit spielen, wissen eventuell, wie sie früher noch aussah, denn die stand uns schon mal im Early Access zur Verfügung. Im Nachhinein wurde sie nochmal überarbeitet zu der Variante, die wir jetzt kennen. Wie gesagt, die alte können wir bald auch wieder spielen. Eine Karte, die wahrscheinlich keiner kennt, ist die alte Variante von Namak. Und das ist eine der ältesten BattleBit-Karten aus der Ära 2020 bis 2022, die irgendwie als Platzhalterkarte gedient hat, weil sie so gut im Bereich Häuserkampf aufgebaut war. Wir können uns also an dieser Stelle auf eine super kompakte Karte freuen mit jede Menge Gebäuden und einigen Stockwerken, die auf jeden Fall für ein chaotisches Gameplay sorgen werden. Die nächste Karte, Old Oil Dance, aus den Jahren 2021 bis 2022, auf der beide Teams eine große Anzahl von gepanzerten Fahrzeugen haben werden. Also 14 Panzer, 9 APCs auf einer Karte Conquest mit insgesamt 256 Spielern.
nicht gerade freundlich für alle Infanteriespieler. Ich bin gespannt, wie die sich in der alten Variante spielen lässt. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch eine Karte aus BattleBit 2019. Die Milsim-Ära auf der Karte Old Eduardovo, die sich dadurch kennzeichnet, relativ wenig bis kaum Deckung zu haben und dass die einzelnen Point of Interest relativ weit auseinandergelegen sind und wie gesagt, zwischen den einzelnen Punkten relativ wenig Schutzmöglichkeiten geboten werden. Das war's mit allen Infos zum neuen Update, zu den neuen Karten, dem neuen Modus und hoffentlich bald den Community-Servern. Vermutlich soll der Release dieses Wochenende stattfinden. Ich bin gespannt, ob es alles umgesetzt werden kann. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, gerne abonnieren, den Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.